Willkommen zum Podcast Wahl, Veränderung und Aktion. Hier kannst du wählen, verändern und handeln, um ein anderes Heute und eine andere Zukunft zu kreieren. Das sind meine Geschichten über Wahlen, Veränderungen und Aktionen zusammen mit den phänomenalen Gästen, die ich hier empfangen darf. Schon von klein auf wollte ich die Welt verändern. Der Planet war für mich eine ständige Inspiration. Access Consciousness hat mir die Werkzeuge gezeigt, mit denen ich weiß, dass alles möglich ist und ich wähle weiter. Was wirst du wählen? Hallo alle miteinander. Willkommen zum Wahlveränderung Action Podcast mit mir, euer Gastgeber Simon Millerzes. Und heute habe ich den wunderbaren, großartigen, phänomenalen, den Mitbegründer von Access, Dr. Dane hier. Hallo! Hey! Es ist wirklich die Stimme, als ich das erste Mal dich getroffen habe. Ah, wie geht es dir? Und das vor langer Zeit, über 20 Jahre, ich sag über 20 Jahre und sag 22 Jahre, als ich dich dann getroffen habe. Und es war in Sydney, Australien. Und da sind so viele Werkzeuge in Access Consciousness, Gottzillionen Werkzeuge in Access. Und eins, worüber ich mehr sprechen möchte, ist über Erlauben. Und jetzt, das ist interessant, weil ich oft unterschiedliche Dinge google und überall, wenn ich google, was ist Erlauben, was heißt in Erlauben, ist es, das geht immer ums Geld. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn es übersetzt wird, aber dass du dir was erlaubst. Okay. Das utopische Ideal, dass du das Geld von deinen Eltern bekommst, eine Art Taschengeld, weil und deswegen, und ich etwas gefunden habe in LinkedIn, und ich möchte das gelesen haben, und dass das wirklich, wie passt zu Access, wie sie über Erlauben sprechen, erlauben, das ist keine Ansicht, keine Schlussfolgerung, keine Erwartung an. Und das ist Erlauben, wo alles ist und keine Beziehung zu dir hat. Jeder, und wenn jeder sagt, wenn du in der interessanten Ansicht bist, also wirklich, die sprechen über unterschiedliche Access Consciousness Werkzeuge, und das hat mich dazu gebracht, zu realisieren, wie wir die Werkzeuge ansprechen und darüber sprechen, dass die Leute es nicht wissen. Ich habe dich über Erlauben vor kurzem sprechen hören, und das wirklich, was mich angepinkt hatte. Und ich möchte zwei Dinge dich fragen. Willst du mir deine Definition über Erlauben geben? Und das Zweite, du sagst, wie viele Leute haben misidentifiziert, dass wenn du im Erlauben bist, dass du dich nicht kümmerst. Ja, verdammt. So, lass uns über Erlauben sprechen. Und das ist, du hast ganz viele Leute, die dir lange Zeit zuhören, und die haben keine Ahnung, was Erlauben ist. Und wenn sie realisieren, ich bin sicher, wenn man einen Schritt zurückgeht, jeder, der in einer Füße, Bauchtänze, also Bogen schießen, du sprichst über Dinge, weil du so etwas bist, aber du verstehst nicht, dass die anderen Leute es verstehen. Und das ist eins der Dinge. Das Konzept von Access ist nicht so einfach, aber so anders auch, was die Norm ist. Du hörst sie immer und immer und immer und immer wieder. Und meine Definition von Erlauben ist, wir haben unsere Definition in Access, wo alles existiert, ist einfach nur eine interessante Ansicht. Das ist wo, da es gibt keine Ansicht darüber, außer eine interessante Ansicht. Und für mich, das in Anführungszeichen die Definition funktioniert, aber was ich gerne, die Definition ist eine Sache. Wie viele Wörter hast du für dich definiert, die du irgendwie nicht lebst? Worin ich interessiert bin, ist wirklich zu leben, ist im Erlauben zu sein. Und das ist, wo dein Leben eine fundamentale anders und ausweiten und
genießbar und freudvoller wird in, und dass es, wenn du die Wahl wirklich triffst, erlauben zu sein. Und was war die zweite Frage? Du sprachst darüber, Eva, du hast deine Idee über Erlauben gegeben, du sprachst darüber, wie oft die Leute waren nicht im Erlauben, weil in dieser Realität vielleicht sie denken, es ist missidentifiziert, dass du dich nicht kümmerst, wenn du im Erlauben von jemandem, sag mal bei Beziehungen zum Beispiel, jede Art von Beziehung, egal Kinder, Partner, Kollegen oder alles mit den Beziehungen, bist mit, wenn du im Erlauben bist mit jemandem, wie viel ist das dann so identifiziert worden, dass du dich nicht kümmerst? Und das ist tatsächlich wirklich groß. Lass uns einfach darüber sprechen, was Erlauben ist, nochmal. Weil es ist, wo alles und wenn jedes Weg, der einbezogen ist, einfach nur eine interessante Ansicht. Es gibt kein richtig, kein falsch, es ist kein gut, kein schlecht, es ist keine Beleidigung, es ist kein Grund, sich zu trennen, es ist kein Grund, sich von dir zu trennen, es ist kein Grund, sie falsch zu machen oder sie zu hassen. Es ist nur eine interessante Ansicht. Und das, und indem ich das sage, wenn die Leute das hören, das sind zwei Dinge, die vor sich gehen. Das, weil du erwähnst, dass die Leute denken, dass sie dich nicht kümmern. Und das andere ist, du wirst dann irgendwie ein Fußabtreter sein. Wie weißt du, wie man etwas bekämpft? Das ist wohl der genaue Punkt. Da ist halt gar kein Kampf. Aber wenn du nicht mehr kämpfst, die Leute werden dann über dich hinweggehen. Nein, wenn du nicht auf das Level runtergeht, wo der Streit sich überhaupt zeigt, dann kann keiner dich bekämpfen, wenn du sie nicht bekämpfst. Erlauben und das einfach nur in diesem kleinen Gespräch, was wir gerade hatten, ist so viel größer, was die Leute überhaupt erahnen können und was die Leute sich wirklich anschauen zu tun ist. Hier ist ein Stückchen an Information, sodass sie es ablehnen können, sodass sie nichts mehr verändern brauchen, sodass sie sich über ihr Leben beschweren können, anstatt zu verändern und das Leben, was sie wirklich wünschen, wenn sie nicht zu Beschwerden brauchten. Okay, so. Diese Idee, dass du dich nicht kümmerst. Und hier ist das auch, weißt du, wo du realisierst, wenn du anfängst, aus dem Erlauben heraus zu handeln, was ist der Ort wirklich ja von dem absoluten Fürsorge für dich und für jeden anderen auch. Aber da drin, wirklich wahre Fürsorge aus meiner Ansicht heraus, ist anzuerkennen, die Wahl, die ein anderer hat, und sie zu unterstützen in deren Wahl, die sie wünschen, zu mal treffen. Ohne, dass du versuchst, es zu kontrollieren, ohne darum, dass es über dich geht, weil deren Wahl geht um sie. Und so erlauben, gibt uns den Raum, aber die Herausforderung ist, die meisten Beziehungen gehen immer sich die Knöpfchen von jedem anderen zu drücken. Und die meisten Leute wissen, wenn sie diesen Knopf drücken, dann kommen sie zur Antwort. Und die machen die richtige Reaktion von dich und sie wissen, was die mutmaßliche Realität ist, von dem, was real ist, dass es was passiert, so dass sie auf der richtigen Spur sind. Aber wenn du nicht reagierst, dann wissen sie nicht mehr, mit dir anzufangen und welche Leute versuchen, die Situation zu eskalieren lassen, um eine Reaktion zu bekommen. Aber was sie einfach nur sagen, wenn du dich nicht kümmerst, ich kann deine Knöpfe nicht mehr drücken und das bist mich an und deswegen sage ich, dass du dich nicht kümmerst, weil wir wirklich erlauben sind. Und so, wirklich tatsächlich erlauben in diesem Fall, wenn du diese Person bist, die Welt, die sagt bla 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 und die Millionen vorher gemacht hat, lass uns das retten, du lässt mich das besser machen und stattdessen deinen Kopf, dass wir erlauben üben, dass du in deinem Kopf interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe, interessante Ansicht, dass sie diese Ansicht haben, interessante Ansicht, dass ich die Ansicht habe, dass sie diese Ansicht haben. Und jeder, wenn du irgendwie einen Ärger nimmst, der dich immer noch nagt und dich piekst, nimm diese Energie und sag einfach nur, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Das ist eine Ansicht, an der du festhältst, die du nicht mehr weggehen lässt.
die dich verstecken lässt, was uns immer verstecken lässt. Und so eine interessante Ansicht ist, das ist das wirklich etwas, was du festhältst. Das ist nicht die Typalität und das ist einfach nur. Das ist eine interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Energie verändert sich wieder. Interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Energie verändert sich. Interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Die Energie verändert sich. Interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe, dass sie diese Ansicht haben. Und normalerweise, dann wird diese ganze Ärger weggehen. Und wenn diese Beziehungssituation ist, wo die Person deine Knöpfe versucht zu drücken, interessante Ansicht, du bist der Fels in der Brandung. Interessante Ansicht und erlauben ist das Synonym. Aber du bist der Fels in der Brandung und das ganze Zeug kommt zu dir. So und geht um dich herum und du bist immer noch der Fels in der Brandung. Und ganz viele Leute sind frustriert durch dies einfach nur, dass sie deine Knöpfe nicht drücken können. Aber wenn du erlauben willst, dann bist du ein Erlauben von dir. Und dann machst du es eine andere Wahl. Du bist ein Erlauben von denen, die dich versuchen zu manipulieren. Ein Erlauben für dich, dass die das die ganze Zeit gemacht haben. Und ein Erlauben für die zu sein, die versucht, sich zu skalieren zu lassen, diese Situation. Und ein bisschen Erlauben für diese Situation. Ja, und du das Unterhalten, dass du dieses Kontrollspiel gespielt hast und zu denken, dass es einfach, dass du denkst, dass es die Leute sind, die dann vorgeben. Okay, weil interessant ist, wenn du dieses Kontrollspiel spielst, das ist, wenn man dir etwas betrachtet, auf eine andere Art und Weise Kontrolle betrachtet, weil die Kontrolle, über der du sprichst, kommt über die Richtigkeit deiner Ansichten und deine Schlussfolgerung von etwas, das du denkst, das sich auf eine gewisse Art und Weise zeigen sollte, anstatt Gary Douglas, der Gründer von Access Consciousness, sagte zu mir, kontrolliere besser. Und ich realisierte, wenn du kontrollierst, von dem ich muss kontrollieren, das geht um die Richtigkeit oder Schlussfolgerung. Wenn du einfach besser kontrollierst, dann erlaubst du es dann einfach mehr Wahlen. Und wenn du darüber sprichst, wenn du wirklich jeder, der zuhört in der Beziehung, nicht nur Partner, Freund oder der Person, mit der du Sex hast, sondern all die Beziehungen und selbst die Regierung, alles das und mehr. Und ich habe jetzt einen Rechtsfall, der vor sich geht und das sind unterschiedliche Dinge. Ich habe gemerkt, als ich in die Frustration ging, da habe ich das Erlauben nicht gewählt und ich war frustriert und ich wollte etwas verändern, um nicht in der Frage zu sein. Ich wollte etwas verändern, indem ich frustriert oder sauer oder es kontrollieren wollte. Es wirklich, das hat mich nirgends hingebracht. Das ist ja, wenn man den Kopf gegen die Steinmauer stößt und einer Freund, das ist schon ein Monat, diese Person gewinnt. An diesem Moment hatte ich, weißt du was? Ich gebe niemand mehr diese Zufriedenheit geben und meinen Ärger und meiner Frustration von etwas, was nicht gewählt wurde. Ich habe gemerkt von dieser Energie, wie viel größer von allem ist, wie viel die Möglichkeit, größer die Möglichkeiten sind und will dein Wille sein kann, wenn du in der Frage und im Erlauben bist. Wenn du das sagst, wie viele Leute denken, dass du dich nicht kümmerst, wenn du im Erlauben bist. Oh, es ist so eine potente Energie, wenn du das willst, wie du denn darüber sprachst, wenn du in der interessanten Ansicht bist. Und letzte Nacht, jemand springte mich an und sagte, dass jemand in Melbourne, der ist sauer über Exes und über dich. Und ich sprach darüber, im Erlauben zu sein, weil jeder hat ein Recht auf seine Ansichten und das ist okay. Ich bin damit okay. Wenn im Erlauben dafür ist, wo geht dann diese Ansicht hin? Sie können da sitzen, ja, ein Scheiß oder was anderes wählen und für mich denn. Und das ist wirklich, dass die Leute wählen, was für sie funktioniert, was immer etwas Großartiges kreiert für die. Und das wirklich im Erlauben zu sein, mit dem unendlichen Erlauben ist. Da ist so viel, was möglich ist. Und das ist nur möglich von Erlauben heraus. Und wir haben so viel verpackt, wir hätten so oft erlauben wählen können, aber wir leben in einer Welt, in der die Leute
beigebracht wird, dass sie Recht haben müssen, dass sie die Leute bekämpfen müssen, die sie nicht mögen und so. Nein, nichts davon ist tatsächlich wahr. Niemand braucht Recht haben, keiner hat überhaupt Recht. Es gibt Arschlöcher und jeder hat eins. Und welchen Anus ist korrekter, wenn wir die Ansichten betrachten? Das ist die Perspektive, die wir haben sollten. Und das ist das Ding. Eins der Dinge, die erlauben, wo es hilfreich ist, sind die Situationen, wo. Und das Ding, was uns verstecken lässt, wenn du jemand so böse, schlecht oder schlecht über Exes reden oder so, sich um die Leute zu kümmern, du kannst Lügen abkaufen, ja, aber das ist deren Wahl. Und so, und für die, die Leute sagen, gemeine sagen, weil die bewerten und all dieses Zeug, erkenne eins der Gründe, die sich so intensiv anspüren, weil du dich einfach kümmerst. Und du kümmerst dich selbst die Leute, die sich bewerten. Und das ist ein Teil des Geschenkes von dir. Erkenne an, dass es ein Geschenk ist und erkenne, dass du kein Retter der Welt mehr sein musst. Das ist nicht dein Job, das ist nicht dein Problem. Und wenn du merkst, dass die Leute lieber Retter sein wollen, okay, das ist depressiv. Das ist deprimierend. Interessant an sich, dass ich das gesagt habe, im Erlauben zu sein. Das ist, es ist einfach der Raum von Freiheit für uns, der Raum, wo wir den anderen erlauben, die Freiheit zu haben, zu wählen. Ich mag dich, wenn du das Richtige wählst, und ich mag dich nicht, wenn du das Falsche wählst. Du wählst dich. Ja. Du machst dich und ich mach mich, und dass ich sage, wie viel du wirklich in die Frage sein musst. Wenn wir darüber sprechen, der Frage sein müssen, die meisten Leute wachsen damit auf, du musst die Antwort haben oder musst eine Antwort haben, die angebracht zu der Frage, die gestellt wird, so dass du die Antwort hast, wo sie denken, dass sie die richtige Antwort haben. Und so sind wir aufgewachsen und auf einmal Fragen stellen. Hey, und hier sind eine der Werkzeuge, die ich mir auch betrachte, wenn mich etwas anfing oder diese schräge Energie ist. Was ist das? Was ist es, was ich mir nicht anschaue? Mit wem kann ich sprechen? Mit wem kann ich erreichen? Was kann ich mir anschauen, was eine andere Möglichkeit hier kreiert? Ganz oft. Vielleicht geht es ums Geld. Geld ist ein großes Ding in der Welt der Leute. Wenn du angepisst bist, oder wenn du etwas sauer bist, ist das etwas mit dem Geld, was schaue ich mir nicht, was ich bin ich nicht bereit hier zu empfangen, wenn er so viele unterschiedliche Arme hast und im Prinzip dich einlädt, was viel großartiger ist. Und letztens fuhr ich rum und schaute mir die Bäume an und sprach zu Gary, und ich denke, dass dieses Bewusstseinszeug ist wirklich cool. Ich bin das jetzt über 20 Jahre, so verdammt. Wirklich Bewusstsein zu wählen ist einfach das. Und es gibt keine Wörter dafür. Wenn du wirklich wählst aus jedem Bereich deines Lebens, ich entdecke einfach Dinge, dass irgendwo sollte ich die vor Jahren wissen, aber ich habe mir das nicht so gut betrachtet. Und dann denke ich auf einmal, wow, darling, du, ihr beide. Und wenn du die genau anschaust, ich denke, ich sollte das vielleicht wissen. Ich habe gerade darüber gesprochen, aber ich habe das jetzt erst verstanden. Wenn ich es nicht vorher verstanden habe, du verstehst es erst, wenn du es verstehst. Aber es ist so schön, dass du das ansprichst. Das ist wirklich der andere Ort für Erlauben für uns. Erlauben für unsere Reisen. Erlauben für die Tatsache, dass keiner von uns perfekt ist. Aber dass wir einfach nur wählen, großartiger jeden Tag zu werden, anstatt irgendwo anzukommen und zu stoppen. Und wenn wir eine Welt von den Leuten das haben, vielleicht hätten wir eine komplett andere Welt. Und eins der anderen Dinge, was ich gemerkt habe und all das, aber was interessant ist, nicht, dass einer perfekt ist, oder, aber ganz oft, wenn man schlecht spricht oder schlecht über uns spricht, dass du wirklich verstehst, was vor 20 oder 15 Jahren gesagt wird.
Ja. So, I was different. So, ich war einfach anders, aber ich verändere mich jeden einzelnen Tag. Absolut, absolut. So viel Scheiß, den ich getan oder gesagt habe, oder ich war absoluter Kontrollfreak, schlussfolgernd und die Richtigkeitsdame. Alles das und mehr. Und ich sage auch nicht, damit ich am Ende bin. Das sind einfach hoch und tief und das hat sich so viel verändert. Und was ist darüber hinaus noch möglich auch? Und jeden Tag machen wir unser jeden Bestes und jeden einzelnen Tag. Ich möchte das jetzt ansprechen, nicht über uns, aber über jeden, der das jetzt hört. Alles, was du machen musst, ist wirklich ein bisschen mehr von dir morgen zu sein, als du bist heute. Wirklich ein bisschen jeden Tag zu verstärken. Verstärkt so dynamisch. Und das ist so ein großartiger Ort, erlauben zu haben für uns und unsere Reise. Wo wir sind, wo wir nicht sind, wo wir gerne sein wollen, wo wir noch nicht mehr erinnern, wo wir hingehen können. Es ist so viel freundlicher für uns und es erlaubt uns zu entspannen in der Schönheit von der Reise, benannt Bewusstsein. Und wir haben eine Bewusstsein-Definition tausendmal gemacht, wo alles existiert und nichts bewertet wird. Keine Bewertung überhaupt. Über dich, von mir, von deinem Körper, mein Körper von allen und jeder und jeder Person, für die Wahlen der Person. Und von dem heraus und keine Bewertung erlauben in der interessanten Ansicht und wirklich geht dynamisch zusammen und die Verkörperung von jedem, wenn du möchtest. Und es ist so ein anderer Raum und es ist auch nicht etwas, was wir richtig machen können. Nein. Und das vertrau mir, ich habe versucht, ja, wir beide. Und es ist nicht etwas, was wir falsch machen. Es ist einfach, was ist und was präsentiert Möglichkeiten, wie wir in unserem Leben sein können und interagieren können mit jedem, mit dem wir eine Beziehung haben und für die, die auch keine Beziehung mit uns haben, aber in jedem. In irgendeiner Art und Weise sind wir immer in einer Beziehung mit jeder Person auf jedem Planeten, in der Anfangszeit. Aber wirklich erlaubt dir einfach mal eine Welt ohne Bewertung vorzustellen oder wo du nicht eingezogen wirst, in die Bewertung zu gehen, egal was. Du wachst auf und da ist einfach nicht mehr da. Und diese kleine Maschine, wenn du glücklich bist und du fühlst dich gut an und dann denkst du, was muss mir herausfinden, was ist falsch, was muss ich jetzt machen, um das zu stoppen? Diese kleine Maschine versucht und du einen kleinen Gestank von Rauch und stell mir vor, so sind wir einfach konditioniert. Wirklich, das ist einfach nur keine Bewertung über dich, dein Körper, dein Partner, dein Leben, dein Geld, deine Zukunft, dein Haus, deine Lebenssituation, deine Kleidung, dein Hund, dein Teppich, deine Kinder. Wow. Vor allem Teppich. Also meine Vorstellung ging dann wirklich. Okay, wir lassen jetzt da. Okay, lass uns die Bilder streichen. Es ist so warm. Es sind zwei Dinge, die ich erwähnen möchte. Eins, was du sagtest, wenn du irgendwo ankommst und du stoppst, was ist, wenn du nicht aufhörst, immer nach etwas anderem suchst, aber nicht von dem du glücklich bist, von dem, was vor sich geht, wirklich einfach weitermachen von etwas Großartigem. Ich liebe es, wie du das sagst, was von jedem Tag du großartiger bist, als du gestern bist. Und ich lerne Italienisch und die sagen, wie geht's mit deinem Italienischen? Weil ich kenne mehr Italienisch morgen heute als gestern und ich mache einfach weiter, weil wenn ich in die Bewertung gehe, wie oft ich das Italienisch nicht geübt habe oder etwas nicht gemacht habe, was kreiert das? Es kreiert einfach nur diese Schwere in meiner Welt, anstatt im Erlauben zu sein. Und wenn ich einen Moment wo ich was machen kann, dann mache ich das. Und dann mache ich einfach mehr, als ich gestern gemacht habe. Und das gibt eine Ruhe in meiner Welt, das mit mir selbst zu sein. Und ich frage, weil überall, wo wir auch darüber sprechen, wirklich, wenn du keine Bewertung hast über die
Nee, wenn du eine Bewertung hast und wenn du aufhörst mit der Bewertung, was ist, wenn du einfach im Erlauben bist, über den Staub und den Teppich, dein Geld, dein Körper, Beziehung und sei einfach und stell eine weitere Frage und stell eine weitere Frage. Und wenn wir sagen, Fragen, und wenn du sagst, falsch, wie soll ich eine Frage stellen? Und frag, was ist das Nächste? Was ist hier sonst noch möglich? Und wann wird es noch besser als das? Jede Frage ist eine großartige Frage und zeigt dir einfach etwas anderes, wird dich einfach vorwärts bewegen und das, meine Freunde, das ist so viel mehr erlauben und erlaubt dir weiterzugehen in allen Bereichen deines Lebens. Du kannst es nicht heraus und du kannst nicht richtig machen, du kannst keine Schlussfolgerung haben. Das ist das Abenteuer fürs Leben für mich. Das Abenteuer. Oh, wer will das? Abenteuer im Leben. Ja, wenn wir einfach diese, wir haben 15 Millionen Dinge, die vor sich gehen, ich weiß, in den letzten Jahren und immer noch jetzt, um immer noch zu üben und das zu wirklich unser Leben zu genießen, es zu genießen, genau. Und das ist wirklich alles. Und das ist lustig, weil es gibt so viele Werkzeuge, die wir den Leuten geben, ist, so dass sie ihr Leben genießen können. Und das ist einfach recht simpel. Ja. Es ist, und tschüss, genieß dein Leben, ciao, ciao. Okay. Ja, genieß es einfach. Ja, und ich mache diese Dinge genannt ESB und ich habe 16 Tage gemacht über Geld, was für mich eines der coolsten Dinge ESB ist, eine energetische Interaktion mit den Leuten in der aktiven Gruppensession. Und ich habe all diese unterschiedlichen Gewahrsein bezüglich Geld, aber ganz wenige davon haben Wörter. Ich so, wie kann ich das den Leuten beitragen, wie auch immer. Wir sind jetzt auf Tag 10 oder sowas in der Art oder 16. Eins der Dinge, die ich empfehle, also für 24 Stunden gebe ich dir jetzt eine Hausaufgabe, wirklich, du wirst es hassen, aber mach es. Ich sagte, für die nächsten 24 Stunden, dein Leben ist großartig. Alles in deinem Leben ist großartig. Und Karl, wenn du das Ding hast, oh mein Gott, ich habe keine Leute um mich herum. Ich bin so brillant, keine Leute um mich herum zu haben. Ich mag keine Leute. So, nur in der Art und Weise, wie ich sie mag, wie brillant bin ich, wie wunderbar bin ich, das so zu kreieren. Schau dir all in deinem Leben, was du bewertest und sag, das ist großartig. Schau, wie brillant ich das kreiert habe. Und einige Leute, oh, ich bin faul, ich habe nicht genug getan. Und wenn du dir das anschaust, selbst and you're still having a majority of what you desire to do. Nicht so viel machst wie alle anderen, selbst wenn du, dann machst du immer noch viel, viel mehr als jeder andere. Was ist, wenn du einfach nur Großartiges tust? Und das ist einfach eine andere Perspektive, das zu verändern. Wenn du dein Leben 24 Stunden einfach nur groß, das ist großartig. Ich bin großartig. Ist. Und alles, was nicht großartig ist, nicht deins. Und wenn du es fragst, ist das meins und dann wem gehört? Wenn in den nächsten 24 Stunden nimm einfach nur an, wenn es nicht großartig ist, ist es nicht meins und dann sag bye bye und danke schön. Ich werde das auch üben, weil ich jetzt Sydney reise und morgen nach Amerika. Und was ist, wenn alles großartig ist? Dane, ich möchte mich bedanken, dass du hier mit mir heute bist. Es ist so eine Freude, mit dir zu sprechen. Es gibt so viele Dinge, über die wir sprechen könnten. Ich wollte das im Erlauben. Bitte check relationship.different/erlauben. Und all diese Notizen sind hier. Ich möchte nicht sagen, das ist eine Herausforderung. Was ist, wenn dein Leben ist großartig über 30 Tage? Wir haben diese Werkzeuge. Wir haben Dane, Gary und all die RDD-Facilitatoren. Gib dir ein paar Werkzeuge und ein wirklich mit dir zu sein, wenn wir das wirklich üben, wirklich im Erlauben zu sein mit jeder einzelnen Beziehung, wirklich mit jeder Beziehung, in der du bist. Ja, okay. Und wirklich nach 30 Tagen.
Oh, was ist hier sonst noch möglich? Du machst viele Geräusche, wenn du facettierst. Und so, okay. Ich habe gemerkt, Murphy, werde ich ihm erlauben, mit deinen Geräuschen auch sein. Ich liebe es, danke schön. Ich bin so dankbar dafür. Danke schön, dass ihr alle hier seid. Und schaut in die Show Notes und wir sehen uns hoffentlich bald den und euch andere. Ich möchte nur, wenn du weißt, du selbst bist, genieß das Geschenk, im Erlauben zu sein für alles und jedem und das Geschenk, die Veränderungen, die diese Welt einfach braucht, wirklich zu machen. Wenn jeder ein Geschenk ist, so auch du. Danke schön an alle und tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann klicke bitte auf die Schaltfläche Folgen oder Abonnieren auf deiner bevorzugten Hörplattform, um über neue Folgen informiert zu werden. Wir lesen alle Rezensionen, also wenn es ein Thema gibt, über das du gerne etwas hören möchtest, lass es uns wissen. Wenn du mehr über die in den Podcast erwähnten Tools, Informationen und Kurse erfahren möchtest, besuche www.simonemillissas.com und folge mir auf Instagram @simonemillissas oder der Podcast hat seinen eigenen Link auf Instagram @choice-change-and-action. Vergiss nicht, dass du dir die Podcast-Infos herunterladen kannst. Und zu guter Letzt, viel Spaß heute!